Das ist der erste deutsche Großfilm nach dem Kriege, an den Hollywood glaubt und es beteiligte sich in Millionen-Dollar-Höhe. Steiner, das Eiserne Kreuz. 6 Oscar-Preisträger, eine internationale Starbesetzung und eine Elite deutscher Schauspieler gestalteten diesen gewaltigen Film unter der Regie des US-Starregisseurs Sam Peckinpah. Ich will das Eiserne Kreuz haben. Und da kann ich Ihnen eins von meinen geben. Ich kann Sie nicht aufhalten, sagte mein Kommandeur. Ich bin überzeugt, dass ohne Sie die Ostfront in ein paar Tagen zusammenbrechen würde. Also los, Sie heroisches Arschloch! Ich hasse Sie genauso. Ich hasse alle Offiziere, die Stranskis, die Triebis, die eisernen Kreuzjäger der ganzen deutschen Wehrmacht. Glaubt ihr denn, was wir hier machen? Ein Geburtstagsspielchen in dieser ganzen Scheiße hier? Halt's Maul, wenn ich rede! Auf jeden von euch wartet eine Kugel hier! Arschloch hier! Reicht mir aber! Wo können wir allein sein? Komm mit zu mir. Gut, das ist eine prima Idee. Komm, uns bleibt sowieso nicht viel Zeit. Feuer! Lass mal sehen, Russin. Steiner, das Eiserne Kreuz. Sam Peckinpah, einer der größten Regisseure des Actionfilms, gestaltet dieses Meisterwerk nach dem Roman Das geduldige Fleisch von Willy Heinrich. Eine erbarmungslose Abrechnung mit Diktatur und dem Wahnsinn des Krieges. Feldwebel Steiner. Sie haben es mal wieder geschafft. Ihr Triebig ist tot. Es hat nicht geklappt, Hauptmann. Ich lebe. Aber Sie sind tot. Ein unvergesslicher Film, Steiner, das Eiserne Kreuz. Unter Sam Peckinpahs Meisterregie spielen James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, Klaus Löwitsch, Vadim Glowna, Senta Berger. Der erste Film, der den deutschen Soldaten zeigt, wie er wirklich war. Gezwungen in einen erbarmungslosen Krieg, tat er seine Pflicht wie jeder andere Soldat in der Welt. Die amerikanische Kritik sagt, der stärkste Kriegsfilm seit Im Westen nichts Neues. Ein Film in all seiner Brutalität, voll tiefer Menschlichkeit. Steiner, das Eiserne Kreuz.